Merkelsches Schwimmbad in Esslingen. Das einzigartige Jugendstilbad. Lassen Sie sich im 34 Grad wohlig warmen Mineralthermalwasser treiben oder entspannen Sie in unserer Saunalandschaft. Verschiedene Klang-, Duft- und Lichtspiele wirken stimulierend auf die Sinne. ESTV – Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist Alina und Lisa. Große Frage bei den Retro Classic 2018, was ist euer Lieblingsfahrzeug? Jetzt stehen wir hier bei Kunstobjekten. Habt ihr da schon irgendwie was ausgewählt? Also ich finde ja, je bunter, desto besser. Also mir gefällt der Käfer da hinten gut. Yeah. Beetle, bei dir? Ja, ab und zu zum Rumfahren und Angeben finde ich es ganz cool. Aber so ganz hinten, der Jaguar ist es, glaube ich, der grüne, das wäre eher so meins. Wie zum Rumfahren und Angeben Käfer? Ja, so ein bisschen, hi, ich bin kunstbegeistert, okay. Und alles also dafür, meins. Genau. Okay. Meins wäre, muss ich sagen, als Münchner, gebürtiger Münchner, der M1. Wobei ich natürlich schon so ein bisschen, ja, mein Herz blutet, muss ich sagen, bei einem Fahrzeug, das ungefähr eine 500.000 wert ist, das dann zu verschönern. Gut, das ist Geschmackssache, glaube ich. Ne? Also wir gucken uns ein bisschen um. Toll, dass ihr dabei seid. Leute, das ist ein Andy Warhol. Ich lag mit meiner Einschätzung so ganz leicht daneben, also doch keine Geschmackssache. Ja, Mädels, ich könnte ja quasi euer Vater sein, deswegen fühle ich mich so ein bisschen hier in die 70er Jahre hingezogen, zu den 70er Jahren, das ist so meine Generation. Was sagst du zu sowas? Also Farbe finde ich großartig. Ihr seht schon, Frauen entscheiden Nein. wirklich nach Farbe. Es geht nicht um das Fahrzeug an sich. Doch, und ich finde es super, wie es heißt, weil es heißt Montreal. Finde ich super. Genau. Ja, das ist eh so ein bisschen Kanada-Fan, ja. Oder? Ja, wow. Bisschen ist gut, ja. Bisschen. Was sagst du? Ja, also ich würde schon nehmen, aber wäre jetzt nicht so mein Favorit. Okay. Das ist auch der Hammer hier, oder? Der klassische Scheunenfund, wobei hier steht drauf, es ist ein Brückenfund, also unter einer Brücke gestanden. Und ich glaube, die Patina ist echt. Würdest du sowas wagen zu restaurieren? Ich weiß es nicht. Schau mal, wie der von innen schon aussieht. Sieht heftig aus. Meinst du das noch zu retten? Ganz ehrlich? Nö. Die Frau, die nach Farbe Autos aussucht? Ja, also da brauchst du ja mehr als einen Eimer Farbe, um den wiederherzustellen. Also wir machen mal Schnipp und beamen uns in ein richtig geiles Familienstrandmobil, okay? Und was sagst du, Lenkrad hat's ja? Ein Lenkrad hat es schon mal sehr gut, ein Dach auch. Farbe passt? Babyblau. Lässt hoffen. Was machen wir, wo machen wir Picknick? Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Strand. Genau, also es ist wirklich ein Strandmobil. Ich weiß nicht, ob das wasserdicht ist. Auf jeden Fall finde ich es richtig klasse. Ein Fiat 500. Baujahr weiß ich nicht, aber müsste so 60er Jahre sein. Sieht toll aus. Ich muss sagen, der Ferrari Testarossa ist so von den Linienführungen für mich der absolute Klassiker, der Designklassiker. Pininfarina Design finde ich total schön. Ne? Also, schöner Ausstieg aus der Sendung. Vielen Dank fürs Reinklicken. Macht's gut. Ciao. ESTV – Videos aus der Region.